Tja, das ist wirklich eine Geschichte, etwas seltsam, aber wahr. Ich habe auf meiner Leiter gestanden, weil die ich mir mühsam rangeschafft habe, mit Hilfe von Adolf Wagner hier in Berlin, um meine Bücher besser zu erreichen. Und ich war wirklich ziemlich weit oben, nämlich oben rechts sind meine Seminars. Also da stehen die Maigrets und darüber die Romane, die Nicht-Maigrets. Und auf der Leiter, ne, habe ich gestanden und meine Frau kam um die Ecke und sagt: Telefon für dich. Und dann habt ihr mich angerufen und habt gesagt: Hätten Sie Lust, den Maigret zu lesen? Na, da bin ich fast die Leiter runtergerutscht. Gott sei Dank ist die einigermaßen fest. Also, das war wirklich ein Traum von mir. Darauf habe ich lang, ich weiß nicht hingearbeitet, aber oft dran gedacht. Weil ich fand das immer einen wunderbaren Autor. Und ich mache nur schon ein paar Jahre Hörbücher und habe gedacht, Maigret oder Simenon, das wäre schon ein Knaller. Und als ich mich dann gefragt habe, wie ist es mit dem ganzen Maigret? No, wunderbar, natürlich. Ich glaube, diese Figur ist einzigartig. Mir fällt keine Figur der Weltliteratur ein, wo ein Autor so lang und so ausführlich und so zärtlich einen Menschen sozusagen begleitet hat, über Jahrzehnte fast. Und jeder kann in diesem Menschen Teile von sich, Teile von seinem Onkel, Teile von seinem Vater, Teile von seinem Freund entdecken. Also das ist wirklich eine Spurensuche, die einfach unheimlich aufregend und schön ist. Der Mann ist ja melancholisch, er ist manchmal auch aufbrausend, er ist manchmal ungerecht, er erleidet Niederlagen, er genießt das Leben, er weiß, wo der gute Weißwein zu haben ist, er weiß, wie ein gutes Sauerkraut schmecken muss, also unglaublich sympathisch und wie ein Kosmos wirklich, diese Figur. Und deswegen wird er nie sterben. Ganz egal, ob er jetzt in 50er Jahren geschrieben hat und die Lastwagen rattern noch um die Ecke oder da gehen Pferdefuhrwerke rum. Das macht es nur noch schöner. Man erinnert sich an Zeiten, wenn man die erlebt hat, so wie ich. Also ich habe noch Pferdefuhrwerke auf der Straße erlebt. Wunderbar. Wenn ein Mensch jünger ist, dann geht die Fantasie los und man sieht wieder, ah, so sah Paris auch mal aus oder Pockerolle oder bei den Flamen oder wo immer er sich aufhält. Ganz, ganz aufregend.